Der Militärseelsorger begleitet die Soldaten und Soldatinnen in erster Linie in ihrem Alltag in der Kaserne in Niederstetten. Doch vor allem im Auslandseinsatz spielt die Seelsorge eine noch größere Rolle. Auch und vor allem, was private Probleme in der Heimat anbelangt. Wir haben so eine Situation gehabt, da hat die Freundin angerufen und hat dann die Beziehung beendet, telefonisch im Einsatz. Man weiß ja nie, wie der Soldat drauf ist, wie er tickt. Aber noch wichtiger ist dann eben gerade im Einsatz da zu sein. Wenn mir jemand etwas anvertraut, dann ist das eine Sackgasse. Da geht es nicht weiter. Und das bietet eben der Soldatin, dem Soldaten eben auch die Sicherheit, dem Pfarrer etwas erzählen zu können. Zu wissen, da ist jemand da, wo ich auch wieder hinkommen kann.